In Neuhaus in der Region Miesbach hat am Donnerstagnachmittag ein verschuldetes Ehepaar sein Wohnhaus in die Luft gejagt. Um 12.45 Uhr rief die 35-jährige Mieterin beim Miesbacher Jugendamt an und kündigte eine Gasexplosion in ihrer angemieteten Doppelhaushälfte an. Die Kinder der Familie waren erst vor wenigen Tagen vom Jugendamt in Obhut genommen worden. Die Eltern hatten schon mal versucht, das Haus zu zerstören. Das hochverschuldete Ehepaar wollte so über die Versicherung an Geld kommen. Fakt ist aber, dass die Kriminalpolizei seit mehreren Wochen gegen das Ehepaar ermittelt. Die beiden stehen im dringenden Tatverdacht, durch eine Manipulation an der Gasleitung des Hauses schon vor Wochen versucht zu haben, das Haus zu zerstören. Als die Rettungskräfte am Donnerstag am Tatort ankamen, stand das Haus schon in Vollbrand. Eine komplette Hauswand fehlte. Am späten Donnerstagnachmittag fanden die Einsatzkräfte eine weibliche Leiche, die noch nicht identifiziert ist. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich um die Leiche der 35-jährigen Mieterin handelt. Ihr Ehemann ist noch am Leben, befindet sich derzeit bei Bekannten.